So. Kann sein, dass du eine Waffe brauchst, die du noch nicht hast. Ich probiere jetzt einfach mal aus, ob ich mit der großen Bombe da reinkomme. Halt, ich muss ins Auto. Die Miezekatzen wieder. Rollrufen. Rollrufen. So, rede mit der Roll. Hier erstmal NG Objektentwicklung. Ja, rein damit. Ob ich das vergesse. Bitteschön, Mega Man. Das Rollbrett und die alten Düsen wurden benutzt, um Jetschuhe zu erschaffen. Mega Man, ich habe mir wieder etwas Neues einfallen lassen. Jetschuhe, damit bist du in der Lage, dich viel schneller fortzubewegen als beim Laufen. Pass nur auf, dass du nicht von Autos angefahren wirst, wenn du sie in der Stadt benutzt. Anleitung: Nach dem Anlegen der Jetschuhe kannst du sie durch Gedrückthalten der Kreistaste aktivieren. Die Jetschuhe schalten sich ab, wenn du die Kreistaste loslässt oder Schaden durch einen Gegner erleidest. Jetschuhe. Das ist so ein böses Wort, da muss man da aufpassen, dass man sich nicht vertut, ne? Dann kriegst du immer wieder so ein Brokkoli im Mund. Jetschuhe, 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 Jetschuhe. Du kannst außerdem schlittern, während du Jetschuhe benutzt. Mit den Richtungstasten kannst du während des Skatens manövrieren. Na, nicht nochmal lesen. So, Spezialwaffen. Waffe wechseln. Jetschuhe, genau, Jet geht auch. Die Jetschuhe, Riesengranate, war das die? Ja, ich glaube, das war die, ne? Macht auf jeden Fall viel Damage. Wir gucken mal. In der Powerbuster wird es nicht sein. Wir bekommen auf jeden Fall noch jede Menge Waffen, wenn ich das hier so sehe. Gut, gucken wir mal. 57.000? Boah. Hast nicht ausreichend finanzielle Mittel? Was? Es kostet einen Haufen Geld, um die Waffe weiterzuentwickeln? 100.000? Das ist aber teuer. Das ist aber richtig teuer. Na gut, dann lassen wir das lieber erstmal. So, okay. Wir speichern einmal. So. Gut, 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 gut. Und es wird noch teurer. Okay, dann gibt es irgendeinen Gegenstand, der wahrscheinlich eine Million kostet oder sowas. Oder 500.000 oder irgendwie sowas. Richtig teuer. Zacken teuer. So, warte mal. Spezialobjekte. Plopp. Was ist denn das hier hinten eigentlich? Ach so, ist immer. Okay, uns fehlt aber nur noch ein Objekt. Hä, ich den Kreis. Ah. Ah. Okay. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so viel schneller, oder? Na gut. Okay. Sehr seltsam. Die stärkste Waffe ist unbezahlbar, um sie aufzuwerten. Unbezahlbar? Also kannst du wirklich nicht bezahlen, auch wenn du farmen würdest? Unendlich farmen? Was kostet die denn? Wirklich unendlich? So, kaufen. So, was möchtest du kaufen? Ich möchte hier die Kevlar-Panzerung. Gib mir. Schaden um 50%. Ja, gib her. Dankeschön. So, haben wir noch irgendwas? Extra-Pack. Dieses Tattoo da. Kevlar-Panzerung. Oh Gott. 120.000. Ich hole mir mal noch so ein bisschen hier was für die Feldflasche, glaube ich, oder? Lädt Spezialwaffen wieder auf. Oh. Oh, das ist aber nice. Ja, will ich. Her damit. Was hast du noch Schönes? Schutzschild. Macht den Nutzer für kurze Zeit unverwundbar. 10.000. Tarnt den Nutzer für eine unbegrenzte Zeit? Für eine begrenzte Zeit? Ja, ich nehme nur das Schutzschild. Dankeschön. So. Okay. Hä? Steht da so ein Bot hier rum? Stand aber auch noch nicht hier, oder? Ich weiß es nicht. Was ist das da hinten eigentlich? Gott. Doch, man kann sie bezahlen, aber das macht echt wenig Spaß zu grinden. Ja, ich kenne dieses Problem. Klick den Bot ruhig an. Kann den anklicken. Kommt wahrscheinlich wieder irgend so ein Gepiepse oder irgendwie was. Kann den einklicken? Das ist ein ausgestopfter Weaverbot. Ein altes Familienerbstück. Wir nennen ihn Streuner. Okay, gut. Man kann offensichtlich alles anklicken. In irgendeiner Art und Weise.
So, warte, wir haben jetzt... Ich wollte nochmal nach unten in die Ruine gehen, und schauen, ob ich der Wand klein beikommen kann. Nee. Wie sagt man? Ich komme gerade nicht drauf. Ist egal. Ob ich ihr irgendwie beikommen kann, dass sie nachgibt oder so. Wir gucken mal. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Wir probieren es einfach aus. Wir hatten es noch nicht mit so einer großen Granate. Deswegen testen wir das jetzt einfach mal. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, das war hier lang, ne? So, da ist es. Mann, geh auf! Geht offensichtlich nicht. So, ich muss mal gerade schauen. Ich habe ja dieses Teil jetzt gerade mitgenommen. Wo ist es denn? Ich habe doch dieses... Ist das ein Busterbauteil? Ja, gerade gucken. Boah! Wow. L oder R? Angriff 2, Fritt 1. Angriff 2, Reichweite. Sniper 4, Zielfernrohr. Genau, Zielfernrohr ist aber auch krass. Angriff 1, Reichweite 2. Angriff 2. Angriff 2. Reichweite brauche ich jetzt nicht nochmal. Reichweite 2. Feuerrate. Hier. Oh, nice. Das Ding zum Tarnen für Unverwundbarkeit sind, glaube ich, beides Verbrauchsgegenstände in normale Objekte. Okay. Ah ja, okay. Gut. Alles klar. Ja. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Weil tatütata. Dachte mir so, vielleicht fängt das Mikrofon doch nicht auf. Aber es hat es doch. Hat doch ausgeschlagen. Naja. Heute wieder mal viel los hier. Ja, hat zum Glück bald ein Ende. So, nein, ich wollte doch gar nicht hier rein. Blödsinn. Ich wollte in die Altstadt. So, da rein. So, da sind wir jetzt. So, okay. Ja gut, du bist doch schon ein bisschen schneller unterwegs. Schon nicht verkehrt, das stimmt schon. Altstadt geht die Story weiter. Sidequest wäre auch noch offen. Okay, Sidequests. Wo bekomme ich denn jetzt Sidequests? Wir machen ja hier so einen schönen Test, was die Übersetzung angeht. Bisher habe ich nichts wenig auszusetzen. Sind zwar hier und da ein paar kleine, ja, Pünktchen, aber das ist okay. Bei den Jungs in der Jass-Ebene, da musst du einmal da durch. Dieses Jahr war es wirklich, ja, trocken. Wir müssen mit Feuer besonders vorsichtig umgehen. Ja, gewöhnt euch dran. Gewöhnt euch dran, die nächsten Jahre werden auch nicht viel nasser. Glaub mal. Wir müssen unsere Kinder vor der legendären Katastrophe beschützen. Die legendäre Katastrophe klingt schon, spannend. Was war das? Hast du diesen Lärm gehört? Ich frage mich, ob etwas am Haupttor vor sich geht. Ich wusste stets, dass eines Tages etwas passiert. Dieses Haupttor verursacht mir immerzu Gänsehaut. Ja, es sind auch nicht so viele Fehlerchen. Also bisher hält sich es halt in Grenzen. Es sind immer mal so ein paar Sachen, wo man so sagt, so ja, könnte man anders schreiben oder könnte man anders machen. Aber bisher hält sich das halt echt in Grenzen. So, das Frau Schafi geht off. Ist ja noch viel zu früh, Frau Schafi, Mensch. Aber gut, hast recht. Au! Ich bin auch nicht mehr so taufrisch und es war ein anstrengender Tag heute. Deswegen eine gute Nacht, Frau Schafi. Bis gleich. Und bitte nicht das Bett wieder anwärmen. Es war letzte Nacht schon kritisch. Nein, Quatsch. Letzte Nacht war ganz komisch. War entweder kalt oder was warm. Oder es war warm. Mit der dünnen Decke geschlafen ausnahmsweise und hab gefroren. Ganz blöd. So. Hab ich den schon? Ein extravaganter Abfalleimer. Er sieht anders aus als die aus dem Stadtzentrum. Mhm. Ein extravaganter Mülleimer.
extravagant. Na dann. So. Ach, er nur wieder hier? Ui. Rausch, rausch, rausch. So ist schon cool hier. Kann man schon ordentlich ums Ecken sliden. So, naja, passt. Schickimicki-Mülleimer, ja. So einen, den man bei Ikea bekommt wahrscheinlich. Nein, Quatsch. Den man von, weiß ich nicht. Heitat. Heitat. Win. Was? Steht da? Es sind Kisten. Sieht so aus, als würden die Jungs alles Mögliche auftreiben. Was? Wusch und ab in die Dose? Oh, was ist denn heute los? Wo haben sie diesen Arbeitstisch gefunden? Weiß ich nicht. Mann, 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 Mann. Unser Clubhaus wird sogar noch größer und besser sein, als es jetzt schon ist. Wie reißt ihr die Farbe ab von den Wänden? Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Wir werden unsere Basis größer machen. Ja, dann mach doch. So, komm hier, du. Was denkst du? Es geht voran, nicht wahr? Oh, das erinnert mich an etwas. Da ist noch etwas, das du für uns besorgen musst. Denkst du, dass du eine Säge für uns besorgen kannst? Viel Glück, Bedarfsplaner Mega Man. Eine Säge. Eine Säge. Ja gut, wir probieren einfach mal. Vielleicht kriegen wir mal irgendwo eine Säge her. Wahrscheinlich auch wieder bei einem Bauarbeiter. Würde ich jetzt mal so behaupten. Bei Polizisten sollten keine Säge in der Regel dabei haben. Ich weiß jetzt nur nicht. Ich muss das mal gucken, wo könnte jetzt... Also ich glaube, hier war kein Bauarbeiter, ne? Ach nee, hier waren nur die aus dem Laden. Okay, ich fahre mal zurück. Beziehungsweise ich slide mal zurück. So, wir gucken mal. Und fragen mal bei einem Bauarbeiter, ob er uns wohl leihweise eine Säge borgen könnte. So, ich glaube, der hier wird mir wahrscheinlich nichts mehr ausborgen, weil von dem habe ich ja schon was bekommen. Hallo. Wie, eine Säge? Tut mir leid, ich habe meine erst kürzlich entsorgt. Ich glaube, das war, als ich an einem Auftrag im Stadtzentrum arbeitete. An einem Auftrag im Stadtzentrum. Das heißt, ich muss jetzt in einem Mülleimer suchen, oder was? Meine kürzlich entsorgt? Ich glaube, das war, als ich an einem Auftrag im Stadtzentrum arbeitete. An einem Auftrag im Stadtzentrum. Na gut. Wir müssten theoretisch noch hier die Bude fertig machen. Aber ich glaube, wir haben gerade nicht genügend Geld, um dies zu tun. Hier ist noch einer. Oder? Bist du Bauarbeiter? Nee, du bist kein Bauarbeiter. Ja, bist du. Sie sagen, dass sich das Haupttor geöffnet hat. Ich möchte es gern selbst sehen, glaube aber nicht, dass sie mich reinlassen. Vielleicht sollte ich mit der Bürgermeisterin reden. Achso, ich sollte ja die Stimme nicht mehr verstellen. So, vielleicht hier Mülleimer Extravaganza? Vielleicht da? Ein extravaganter Alpha-Eimer. Das sieht anders aus als ja. Nö. Okay, hätte sein können. Aber hier gibt es auch nur diesen einen Bauarbeiter, kann das sein? Hier drüben ist noch einer. Also ein Mülleimer. Mal gucken, ob der auch so extravagant ist. Ein weiterer extravaganter Abfalleimer. Er sieht anders aus als die aus dem Stadtzentrum. Ja, gut. So, gucken wir mal. Hast du noch irgendwas zu sagen, Frau? Paprika, wo treibst du dich nur herum? Paprika. Ich habe keine Ahnung. So. Er hier nur wieder? Der Schönling? Ich hörte soeben ein richtig lautes Krachen. Es klang für mich so, als käme es aus der Altstadt. Naja, ja. Ich bin woanders, ich weiß. Ich weiß, dass ich da Stadtzentrum dahin muss. Ja, ich weiß. So, hier. Arsch. Fährt er mich? Diese Piraten waren wirklich nervig, oder? Aber ich hatte mich langsam daran gewöhnt, sie um mich zu haben. Dieses Jahr war es wirklich trocken. Ja, das hatten wir doch schon. Es wird auch immer trockener. Meine Güte. Gewöhn dich dran. Ein Feuerhydrant. Du könntest vermutlich auf ihn draufspringen. Ich will aber nicht. Warum will ich denn da draufhüpfen? Was hat es denn nur mit diesem Draufhüpfen auf sich? Eine Straßenlaterne. Was? Du könntest vermutlich hinaufklettern, aber ist sie auch hoch genug? Ich wusste gar nicht, dass man Straßenlaternen anklicken kann. Interessant.
Wir müssen unsere Kinder vor der legendären Katastrophe beschützen. Na, das hatten wir ja schon. So, eine Säge, eine... Hallo, Tante. Ich habe gerade ein sehr lautes Geräusch von dort drüben gehört. Falls du der Sache nachgehen willst, dann sei bitte vorsichtig. Was? Ich glaube, die Texte stehen da, damit man weiß, man könnte auf die Dächer kommen. Achso, deswegen. Ja, ja, genau. Ein Feuerhydrant. Genau, mit der Sidequest für die Bomben, genau. Dafür macht das Sinn, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, er hat die hier irgendwo entsorgt. Gehe ich davon aus, dass er sie in den Mülleimer geworfen hat. Bis jetzt habe ich noch keinen Mülleimer gesehen. Ich quatsche das nochmal mit ihr hier. Man sagt, dass die Altstadt voll wilder Hunde sei. Was? Man sagt, dass die Altstadt voll wilder Hunde sei. Was ist das für ein komischer Satz? Voll von wilden Hunden ist oder so, glaube ich, würde ich dann eher schreiben. Man sagt, dass die Altstadt voll von wilden Hunden ist. Klingt nicht nach einem Ort, den ich besuchen möchte. Nee, muss auch nicht sein. So, So, wo ist denn hier mein Mülleimer? Da ist eine Mülltonne. Da könnte was drin sein. Hallo? Es ist ein Mülleimer. Ist dort etwas drin? Er ist leer. Entweder im Mülleimer oder auf dem Dach. Ja, super. Was macht denn eine Säge bitte auf dem Dach? Und warum entsorgt man sowas auf dem Dach? Was haben die denn mit ihren Dächern hier? Ist das? Eine Taube. Also. Was haben die denn immer nur mit ihren Dächern? Ja, da hat er ja gearbeitet, aber das ist doch kein Ort zum Entsorgen. So, ein Mülleimer. Gut, Säge. So, hier klemmt die Säge. Habt ihr gefunden? Ich würde mir auch... Hä? Sollte man nicht auf dem Dach entsorgen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist sowas. Gut. Feuer. Aha. Schön schnell unterwegs. Bam. So. Rein da. Gut. Okay. Dann bringen wir denen mal die Säge und dann bin ich mal gespannt, was die da draus machen. Würde mich ja schon mal interessieren. Nehme ich einfach mal die Abkürzung, weil ich jetzt diesmal dran gedacht habe, dass wir auch hier lang können. Halt, rein da. Gut, hier. Hey, du hast eine Säge. Gute Arbeit. Okay, überlass den Rest uns. Wir bringen die Bude so auf Vordermann, dass du sie kaum wiedererkennst. Komm später wieder und schaust die an, okay? Ja, bitteschön. Ich hätte mir da noch irgend so einen Erfolgsgeräusch oder sowas gewünscht, halt wie dieses... Was man halt eben immer bekommt, wenn man, ich weiß gar nicht, wenn man irgendwas macht. Das hätte ich mir noch gewünscht, so von wegen, ja, Quest abgeschlossen. Bei der Punks. Aber gut, ist halt nicht. Deswegen auch nicht so schlimm. So, ups. Okay. Ah, da. Altstadt. Okay, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Da hatten wir noch keine Chance hinzukommen. Ich pace jetzt nochmal. Hier ist doch Paprika. Paprika. Ich will auch am Brunnen spielen, was? Seit wann kann der Hund reden? Okay, Mega Man, wir sehen uns gleich. So. Ich möchte nochmal kurz mit Data Energie auffüllen. Und einmal speichern. So, was? Die Polizei hat, glaube ich, auch eine weitere Quest für dich, falls du die machen willst. Natürlich. Machen wir. Wir nehmen mit. Wir machen zwar keine 100% Run, aber weil ich glaube, da müsste man wahrscheinlich Sachen machen, die ich wahrscheinlich schon verpasst habe. Keine Ahnung. Aber wir nehmen so viel mit, wie geht. Die Polizei. Gucken wir mal bei der Polizei. Da. So. Gut. Gucken wir mal, ob der Kommissar wieder etwas für uns hat. Ach, hier kommen wir die Pink Panther Musik.
So, schönen guten Tag. Hey, Mega Man. Ich könnte da deine Hilfe bei etwas gebrauchen. Ein Mann kam zu uns und erzählte, er habe sein Geld verloren, welches er für den Bau seines Hauses verwenden wollte. Armer Kerl. Ich möchte, dass du nach der Tasche Ausschau hältst, die dieser Mann verloren hat. Der Besitzer der Tasche ist draußen in der Lobby. Du solltest mit ihm reden. Draußen in der Lobby, ein Mann, der seine Tasche verloren hat. Aha. Gehen wir mal gerade gucken. Der Mann in der Lobby. Sag mir bitte nicht, dass das der komische Klon hier ist. Ich will nicht mit dem arbeiten müssen. Obwohl es mein erstes Vergehen war, bekam ich einen Strafzettel. Die Polizei hier ist sehr freundlich, kann aber auch echt streng sein. Ja, das ist bei dir, Heini, doch auch gut so. Guck dich doch mal an, du Lackaffe. Mann, ey. 100%, da müsstest du es dreimal in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und in allen drei Moralstufen durchspielen und halt alles auf Maximum. Nein, das machen wir nicht. Wo könnte ich sie liegen gelassen haben? Ach, ich bin ziemlich sicher, dass ich sie hatte, als ich zum Elektronikgeschäft ging. Och, ich habe jahrelang gespart, damit ich auch mein Traumhaus, nee, damit ich mir mein Traumhaus bauen kann. Oh, Mann, was mache ich denn nur? So, ich gehe mal gucken. Elektronikgeschäft, ja, weiß ich, wo das ist. Er war auf dem Weg zum Elektronikgeschäft. Das muss aber nicht heißen, dass das irgendwo da rumliegt. Es kann auch irgendwo hier in der Innenstadt rumfliegen, das Zeug. Na gut, wir gucken mal. Hui. Wow, das war aber knapp. Hui. Nee, also Maximum Leveln, sowas machen wir nicht. Das ist halt einfach... Ich glaube, das ist too much. Das würde den Rahmen hier sprengen einfach. Oh. Auch wenn es ein schönes Spiel ist. Ich glaube, das ist genauso wie bei Kudelka. Ich bin froh, wenn ich irgendwann mal dann durch bin. Ne? Also... Das ist aber einfach normal, weil irgendwann möchte man halt auch mal was Neues spielen und neue Sachen entdecken und viel mehr Sachen entdecken und. Man bekommt dafür nicht mal so wirklich ein Erfolgsgefühl. Ja, das geht schon. So, hier ist das Elektronik. Nee, Schrott. Doch, Schrotthandel, Elektroteile, Zentrum. Das müsste jetzt hier irgendwo sein. Ist hier verloren? Es ist eine Kiste. Ist dort was drin? Ist leer. Acht jetzt schon. Ach, hier ist der Elektronikfachmarkt. Es ist eine Kiste. Ist dort was drin? Ist leer. Auf dem Weg zum Elektrofachmarkt. Das heißt, hier dieses Ding. Elektronikfachmarkt. Es ist ein Elektronikladen. Ich gehe mal rein. Vielleicht... Ich glaube zwar nicht, dass sie hier drinnen liegt, aber... Man weiß ja nie. So, hallo? Auf den Regalen steht eine Menge verschiedener Dinge. Aber nichts davon scheint für dich brauchbar zu sein. Ich wollte doch mit dem Mann reden. Hallo? Ich wollte hier eine Taschenlampe holen. Man weiß nie, wann etwas passiert und man so etwas gebrauchen könnte. Weißt du? Ja, ist richtig. Ach, er hier. Willi. Ich habe gehört, dass etwas drüben am Haupttor passiert ist. Na gut, hast du richtig gehört. Verrat dir aber nicht was, weil ich es nämlich selber noch nicht weiß. So, hier. In den Regalfächern stapeln sich jede Menge Broschüren. Was ist denn das Ding jetzt? Hier drin offensichtlich ja nicht. Na, ich bringe nochmal gerade was. Moment. Bleib weiter.